hallo ihr Lieben, mein Name ist Janina. Ich freue mich, dass ich Teil eures Adventskalenders sein darf. Ich habe heute ein ganz kurzes Ganzkörpertraining für euch vorbereitet. Das könnt ihr auch beliebend oft dann wiederholen, die Übung. Ich würde sagen, wir starten, sind so 10, 12 Minuten. Auf geht's, würde ich sagen. Die erste Übung sind Ausfallschritte. Das heißt, ihr schaut, dass die Knie und die Füße gerade nach vorne zeigen, richtet euren Oberkörper schön auf, nehmt die Arme nach oben und dann geht's los. Führt das hintere Knie Richtung Boden und schaut, dass das vordere Knie nicht über die Fußspitze zeigt. Und dann schaut auch mal auf meine Hände, wenn ihr nach oben kommt, strecken und nach unten hin zum Körper die Fäuste bilden. Schön Körperspannung aufbauen, Schulterblätter hinten zusammenziehen, die Brust vorne heben, dass ihr schön aufrecht steht. Wunderbar. Machen wir noch 8 Stück von. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und dann bleiben wir einmal unten, öffnen unsere Arme und machen hier ganz kleine kreisende Bewegungen. Mit den Beinen schön tief kommen, es darf ruhig etwas wehtun. Versucht dabei auch zu lächeln, ganz bewusst zu atmen. Und die letzten. 4, 3, 2, 1. Dann löst mal, kommt nach vorne auf ein Bein, nehmt die Hände an euer Becken und zieht das Bein, was eben hinten war, ein Stück zurück. Aus eurer Gesäßmuskulatur. Das Standbein ist leicht gebeugt. Sehr schön. Auch hier ganz bewusst weiter atmen. Das sind ganz kleine Bewegungen. Versucht euer Becken relativ ruhig zu halten. Und auch hier noch 8 Stück. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir lösen. Einmal ausschütteln, durchatmen. Und dann werde ich sagen, geht's direkt auf die andere Seite. Beine wieder in schön großer Schrittstellung. Macht euch lang und dann kommen wir tief, ziehen dabei die Arme wieder nah an euren Körper ran. Wieder auf die Hände achten, mit Spannung arbeiten. Sehr schön. Und bleibt groß, hebt die Brust vorne an, führt das hintere Knie Richtung Boden. Arbeitet kontrolliert, nicht zu schnell, schön mit Kraft. Und dann machen wir hier auch noch 8 Stück. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und bleiben wieder unten. Beine schön tief, Arme öffnen. Und auch hier wieder kleine Kreise. Spannung in der Körpermitte halten. Gleich geschafft. Und die letzten. 4, 3, 2, 1. Kommt direkt nach vorne. Hände wieder an euer Becken. Und das Bein zurückführen. Kleine Bewegung aus der Gesäßmuskulatur. Standbein ist leicht gebeugt. Konzentriert euch auf eure Muskulatur. Überlegt, wo die Übung ankommen soll. Sehr schön. Und noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen, ausschütteln. So, Beine po, haben wir schon schön was gemacht. Wir kommen nach unten auf den Boden. So. Geht mit einer schönen Ganzkörperübung weiter. Nehmt einmal die Ellbogen unter eure Schulter. Das untere Bein bleibt auf dem Boden. Das obere Bein und den Arm strecken. Macht euch richtig lang. Und jetzt bringen wir hier Ellbogen und Knie in der Mitte nah zusammen. Schiebt das Becken dabei weit nach oben zur Decke.
Sehr schön. Auch hier wieder die Spannung halten von den Fingerspitzen bis in die Fußspitzen. Sehr schön. Habt ihr gleich geschafft, machen wir noch 10 Stück von. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, die letzten 2 und ein letztes Mal geschafft. Sehr gut. Dreht euch direkt in die Bauchlage. Es geht weiter mit einer Ganzkörperübung. Ellbogen wieder unter die Schultern, Hände gemütlich auf den Boden. Kommt ihr einmal in die Stützposition und bringt eure Knie ganz kurz zum Boden und streckt eure Beine dann wieder. Zieht den Bauchnabel nach innen, versucht mit eurem Körper eine Linie zu bilden, das Becken zur Matte zu drücken. Die Schulterblätter oben auseinanderdrücken, das ist angenehmer für eure Schulter. Und machen wir noch 6 Stück, 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal kurz ablegen. Einmal die Arme schütteln, ausschwingen, die Schultern lockern, durchatmen. Sehr schön. So, dann wisst ihr, was kommt. Wir haben noch die andere Seite. Das heißt, wir drehen uns einmal und fangen wieder mit dem Seitstütz an. Ellbogen wieder unter die Schulter. Becken hochbringen, macht euch lang, Spannung im Körper halten. Und dann führt ihr Ellbogen und Knie in der Mitte zusammen. Versucht immer ein Stückchen länger zu werden. Bleibt dran, wir schaffen hier auch noch 10 Stück. 9, 8, 7, 6, 5, letzten 4, 3, 2 und ein letztes Mal und wieder lösen. Direkt einmal wieder rumkommen und die zweite Runde im Ganzkörperstütz. Ellbogen ganz wichtig unter den Schultern. Hände auflegen, Schulterblätter auseinanderdrücken. Kommt nach oben. Und dann setzt die Knie ganz kurz mit einem leichten Kontakt auf die Matte. Haltet die Körperspannung. Schaut gerne vor euch auf den Boden, dass eure Halswirbelsäule lang bleibt. Gleich habt ihr das geschafft. Machen wir noch 6 Stück. 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Wieder lösen, Knie aussetzen und lockert euch, durchatmen. Arme ausschwingen, die Schultern entspannen. So, und 2 Blöcke haben wir noch. Wir können direkt in der Position bleiben. Kommen jetzt mal in die Liegestützposition. Wer möchte, kann natürlich seine Beine aufstellen oder die einfachere Variante auf den Knien nehmen. So, wir legen uns einmal ab. Strecken die Arme lang nach vorne und drücken uns wieder hoch. Versucht hier wieder den Körper gerade zu lassen, Bauchnabel nach innen zu ziehen. Und ihr dürft ruhig etwas Tempo reinbringen.
Drückt euch mit Kraft aus den Armen, aus der Brust nach oben. Machen wir noch 8 Stück von. 7, 6, 5, 4, 3 und die letzten 2 Stück. Letztes Mal. So, jetzt bleiben wir direkt liegen. Beine nach hinten. Nehmt die Arme nach vorne. Und jetzt, als ob ihr krault oder schwimmt, mit kleinen Bewegungen Arme und Beine nach oben ziehen. Gesäßmuskulatur anspannen. Und der Rücken zieht euch etwas von der Matte weg. Gerne in eurem Tempo, aber schön hoch die Beine. Gleich geschafft. Machen wir noch 4, 3, 2 und ein letztes Mal lösen. So, nach oben kommen, ganz kurz durchschnaufen wieder. Eine Runde machen wir davon noch. Dann habt ihr das auch fast geschafft. So. Wieder ansetzen. Becken nach unten zur Matte schieben, gerade im Rücken. Und ablegen, strecken, hochdrücken. Bauchnabel nach innen ziehen. Bleibt dran. Acht Stück hier nochmal. 7, 6, 5, 4. Gleich geschafft. 3. 2 und ein letztes Mal. Kommt wieder direkt nach unten. Strecken und jetzt Arme und Beine diagonal hoch und tief. Kleine Bewegung, Spannung im Gesäß. Ich habe das geschafft. Und die letzten 4, 3, 2, 1 und durchatmen. Ihr könnt gerne einmal euren Kopf auf eure Hände legen, die Beine ausschütteln. Dann drehen wir uns ein letztes Mal um, machen noch was Schönes für unseren Bauch und dann habt ihr es geschafft. So, also ihr nehmt den Kopf in eure Hände, Beine 90 Grad nach vorne, streckt ein Bein tief, kommt zurück und hebt euer Becken nach oben. Seite wechseln. Immer ein Bein tief, Becken hoch und anderes Bein tief. Versucht hier ohne Schwung zu arbeiten, wirklich mit Kraft aus der Bauchmuskulatur. Und ganz wichtig, bleibt mit eurem ganzen Rücken auf der Matte liegen. Bauchspannung halten. Machen wir noch 4 Stück. 3, 2, komm, bleib dran, schafft ihr. Und
Ein letztes Mal auf jeder Seite. Schwingt euch direkt nach oben. Kommt in den Sitz. Verschränkt die Hände vor der Schulter. Wer mag, lässt die Hacken auf den Boden. Macht hier kleine Bewegungen. Kommt in die Sit-Ups. Wer mehr möchte, nimmt seine Beine dazu und zieht sich in der Mitte weit zusammen. Streckt die Beine nach vorne. Sehr schön. Gleich geschafft. Auch noch 6 Stück. 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal lösen. Kurz durchatmen. Könnt euch auch hinlegen. Eine letzte Runde haben wir noch. Kurz die Bauchdecke einmal entspannen. Und dann geht's in die letzte Runde. Kopf in eure Hände und wieder. Einmal strecken, Becken hoch. Und auch hier noch die letzten 4 Stück. Drei. Zwei. Und ein letztes Mal. Jede Seite. Und schwingt euch hoch. Letzten Sekunden hier. Wer mag wieder die einfache Variante? Oder nimmt die Beine mit? Und machen wir die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Und dann lösen wir. So, ihr Lieben, ich komme einmal zu euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ihr könnt gerne mehrere Runden nacheinander machen, wenn ihr mehr machen wollt. Ansonsten habt ihr für euren ganzen Körper was getan. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald persönlich wieder. Macht's gut! Ja, meine Frage für euch ist, wie viele Schritte müssen wir nach der WHO, nach der Empfehlung, pro Tag gehen?